Aktuell ist die Blockchain wieder in aller Munde. Aber was ist eine Blockchain überhaupt? Wie funktioniert sie und wozu ist sie zu gebrauchen? Ich gebe dir einen kurzen Überblick über die Blockchain-Technologie und ihren Einsatz im Bitcoin-Netzwerk. Wie es der Name schon vermuten lässt, ist eine Blockchain eine Kette aus Blöcken, die Informationen enthalten. Die Anfänge der Technologie reichen bis in die frühen 1980er Jahre zurück. David Chaum veröffentlichte 1982 in einem Paper eine Technologie, die der heutigen Blockchain sehr ähnlich ist. Ungefähr 10 Jahre später, im Jahr 1991, gab es die ersten Ideen, mithilfe einer Blockchain eine Art Zeitersatz zu schaffen und anstelle der normalen Zeitangabe eine Blocknummer als Zeitstempel zu verwenden. Von dann an blieb die Technologie aber weitestgehend ungenutzt und ungeachtet. Erst im Jahr 2008 mit der Veröffentlichung des Bitcoin White Papers von Satoshi Nakamoto bzw. dem Start des Netzwerkes in 2009 bekam die Blockchain einen realen Use Case. Was aber macht die Blockchain und somit auch Bitcoin so besonders? Hierfür werfen wir einmal einen Blick auf einen einzelnen Block. Jeder Block enthält Daten, einen Hash und ein Hash des vorherigen Blocks. Welche Daten konkret in dem Block geschrieben werden, ist von Blockchain zu Blockchain unterschiedlich. Bei Bitcoin sind das Transaktionsdaten, also wer sendet wie viele Bitcoins an wen. Somit ist ein Bitcoin-Block eigentlich nur ein öffentlich einsehbares Kassenbuch, in dem steht, wer wie viel Geld an wen gesendet hat. Der Hash des Blockes ist mit einem Fingerabdruck vergleichbar. Er ist einmalig und ergibt sich unter anderem aus den von ihm enthaltenen Transaktionsdaten sowie dem Hash des vorherigen Blocks. Ein kurzes Beispiel dazu. Ein Block enthält zwei Transaktionen. Diese werden mit einer mathematischen Formel gehasht. Das Ergebnis der Rechnung ist einmalig und wird als Hash bezeichnet. Ändert sich nun auch nur eine einzelne Transaktion, ändert sich dadurch der Input der Formel und somit der gesamte Hash. Dadurch ist es nahezu unmöglich, Transaktionen, die einmal in einem Block sind, rückgängig zu machen, weil das den Hash des Blockes und somit auch den Hash der darauffolgenden Blöcke ändern würde. Auch hier wieder ein kurzes Beispiel. Von einer Blockchain wird geredet, weil eine Kette aus Blöcken erstellt wird. Jeder Block zeigt dabei auf seinen Vorgänger. Da jeder Block den Hash seines Vorgängers enthält, würde sich im Fall einer Änderung die Verkettung der Blöcke aufheben. Dieses Verhalten erkennt ein Computer sofort und verwirft damit die Änderung automatisch. Deswegen ist eine dezentrale Blockchain auch besonders sicher, da sichergestellt wird, dass keine Änderungen an der Vergangenheit vorgenommen werden. Nun ist es in der Praxis allerdings so, dass Computer Millionen von Hashes in nur wenigen Sekunden errechnen können. Somit wäre es möglich, alle nachfolgenden Blöcke ebenfalls in recht kurzer Zeit zu ändern und die Blöcke mit neuen Hashes anzuhängen. Damit das nicht so einfach möglich ist, kommt bei Bitcoin das sogenannte Proof of Work zum Einsatz. Auf die Details vom Proof of Work gehen wir an dieser Stelle aber nicht ein. Eine weitere Besonderheit, die zusätzliche Sicherheit bei der Bitcoin-Blockchain bietet, ist, dass sie dezentral gespeichert ist. Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, keine einzelne Entität speichert und verwaltet die Blockchain. Bitcoin ist ein offenes System, das jedem erlaubt, mitzumachen. Es kann also jeder zu jeder beliebigen Zeit das Netzwerk betreten oder verlassen, wenn er es möchte. Wenn man dem Netzwerk beitritt, downloadet und validiert man die Chain auf seinem Computer. Dieser Computer wird dann als Full Node bezeichnet. Jeder, der eine Node im Netzwerk betreibt, hat die gesamte Blockchain bei sich gespeichert und überprüft, ob auch alles noch in seiner richtigen Ordnung ist und den Regeln entspricht. Alle Nodes haben den identischen Datenstand der Blockchain. Was aber passiert, wenn ein neuer Block gefunden wird? Dieser Block wird an alle im Netzwerk gesendet und jeder Node überprüft ihn auf Gültigkeit. Dieser Prozess wird auch als Konsensus bezeichnet. Es wird sich also geeinigt, welche Blöcke valide sind und welche nicht. Um einen gefälschten Block an die Blockchain anzuhängen, müsste man die Mehrheit des Netzwerkes von seiner Gültigkeit überzeugen. Umso mehr Nodes es gibt, desto schwieriger wird dies. Nach diesem Prinzip läuft Bitcoin schon seit 2009 und im Durchschnitt wird alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen beim groben Verständnis. Vielen Dank fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Mal.